6 Teams sind nominiert für den WTT Young Leader Award 2024. Insgesamt 49 Studierendenteams von der Ostschweizer Fachhochschule, haben monatelang an 8 Aufträgen von Schweizer Unternehmen gearbeitet. Die 6 nominierten Teams haben mit ihrer Arbeit die Jury überzeugt. Sie stehen jetzt im Finale um die begehrten Preise in der Kategorie Marktforschung und Managementkonzeption. Die Abacus aus St. Gallen entwickelt und vertreibt Software zur Unternehmenssteuerung. Die Tochtergesellschaft DeepCloud entwickelt Applikationen als Ergänzung zu dieser Unternehmenssoftware. Ihr Ziel ist es, unter anderem mit künstlicher Intelligenz digitale Prozesse in Unternehmen zu automatisieren. Mit ihrem Programm DeepO wollen sie die Buchhaltung ihrer Kunden vereinfachen. DeepO hilft den Kunden, damit sie schneller und besser werden im Prozess von der Belegverarbeitung innerhalb des Abacus. Wir wollen wissen, was ist der konkrete Mehrwert, der konkrete Nutzen, den sie in diesem Prozess auch an Arbeitszeit einsparen können, an Qualität herausholen können und was sind ihre Hürden, wieso das nicht heute bereits schon die Technologie einsetzen. Ein Projektteam von der Ost hat mit einer Marktforschung untersucht, wie die Prozesse bei den Endkunden von der Abacus vom Rechnungseingang bis zur Zahlung funktionieren. 15 Firmen hat das Team besucht und befragt. Wir sind so vorgegangen, dass wir zuerst bei einem Pilotfund vorbeigegangen sind, haben dort getestet, ob unser Drehbuch und unsere Taktik funktioniert, haben dann noch gewisse Anpassungen müssen vornehmen, haben im Nachhinein dann die restlichen 15 Kunden besucht und haben dann im Anschluss Daten analysiert und ausgewertet. Die Befragungen der Buchhaltungsfachleute vor Ort haben teils auch überraschende Ergebnisse gebracht. Ein grosses Learning für uns war, dass man, obwohl man viel von Digitalisierung und Automatisierung redet, in der Praxis gleich noch relativ viel manuell, sprich von Hand und in Papierform gemacht wird. Das heisst, wenn man das Ganze würde anpassen in automatisierten Prozess, muss man die Kunden dort abholen, wo sie aktuell sind. Das Team hat den Prozess in den Unternehmen systematisch erhoben. Die ausgewerteten Daten zeigen, mit dem Programm DeepO können Unternehmen viel Zeit sparen. Einerseits verstehen wir jetzt viel besser, wie die Prozesse unterschiedlich sind bei den verschiedenen Kunden und wissen auch, was für Herausforderungen sie jeweils haben. Andererseits kennen wir jetzt auch, dass die Einsparzeit zwischen 15 bis über 60% ist, wenn man DeepO als Technologie einsetzt zur Belegverarbeitung. Das ist natürlich ein erheblicher Nutzen, wenn man auch größere Unternehmen anschaut, wie viel Rechnungsbeleg beispielsweise sie verarbeitet. Und der dritte Teil ist, dass wir jetzt auch noch viel breiter sehen, was die Technologie eben auch sonst noch helfen kann im Belegverarbeiten in unsere ERP-Software. Die ausführlichen Daten aus der Praxis zeichnen das Projekt aus wissenschaftlicher Sicht aus. Die wissenschaftliche Substanz waren sicherlich die Fallstudien, die Sie durchgeführt haben in 15 Unternehmen. Und aus denen gibt es detaillierte Anhaltspunkte, Voraussetzungen, Erfolgsfaktoren, um eine Kreditorenbuchhaltung zu automatisieren. Und dazu hat zum Beispiel auch schon eine Fachzeitschrift angefragt. Das Team aus 6 berufsbegleitenden Studierenden ist nominiert für den WTT Young Leader Award. Wir sollten den Young Leader Award gewinnen, weil wir als Team super harmoniert haben und über die 5 Monate die ganze Zeit voll dabei waren, jeder Einzelne von uns. Wir konnten den Abacus konkrete Ergebnisse oder konkrete Vorschläge geben, wie man weitergehen kann mit dem Produktdepo. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2024? Die Preisverleihung ist am 28. Oktober in der Domhalle St. Gallen mit dem Award-Referat von Selma Kujas zum Thema Personal Branding.